Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist hier das Lernvideo Nummer 6 und es wird um lineare stetige Abbildungen gehen. Wir haben uns im vergangenen Semester ja schon mit dem Konzept stetiger Funktionen beschäftigt, etwa in der folgenden Situation, wenn man zwei metrische Räume hat, M1 mit Metrik D1 und M2 mit Metrik D2. Dann hatten wir uns Funktionen angeschaut von M1 nach M2. Und dann definiert, wann so eine Funktion eben als stetig bezeichnet wird, zum Beispiel mit dem Epsilon-Delta-Kriterium oder auch mit der Folgencharakterisierung der Stetigkeit. Ja, und in diesem Video wollen wir uns mit einer speziellen Situation beschäftigen, nämlich mit dem Fall, dass die beiden metrischen Räume normierte Räume sind. Das heißt, wir betrachten einen ersten metrischen Raum x, dessen Norm wir so bezeichnen, und einen zweiten metrischen Raum y mit dieser Norm. Und wir schauen uns dann Abbildungen an, die ich jetzt mal hier mit t bezeichnen möchte, die von x nach y gehen. Und gut, das Epsilon-Delta-Kriterium der Stetigkeit überträgt sich natürlich auf diese Situation. Was wir jetzt aber machen möchten, ist uns die spezielle Situation anschauen, wo dieses t nicht nur eine beliebige Abbildung ist, sondern eine lineare Abbildung. Na, wenn wir Vektorräume haben, können wir über Linearität von Abbildungen sprechen. Und darum soll es in diesem Lernvideo gehen. Ja, und wir werden jetzt für lineare Abbildungen zwischen normierten Räumen feststellen, dass das Konzept der Stetigkeit mit anderen Konzepten übereinstimmt. Und das ist der Inhalt von Satz 1,25. Da schauen wir uns, wie gesagt, zwei normierte Räume an und eine lineare Abbildung zwischen diesen Räumen. Und wir fragen uns, wann ist diese lineare Abbildung stetig? Und wir stellen fest, die ist genau dann stetig, wenn sie schon stetig an einem einzelnen Punkt ist. Sie ist auch genau dann stetig, wenn sie Lipschitz stetig ist. Und sie ist sogar genau dann stetig, wenn das Bild der Einheitskugel beschränkt ist im Bildraum Y. Das heißt, diese vier Konzepte, die für allgemeine metrische Räume eben auseinanderfallen, sind für lineare Abbildungen zwischen normierten Räumen identisch, äquivalent. Schauen wir uns den Beweis an. Zunächst mal ist offensichtlich, dass Lipschitz-Stetigkeit Stetigkeit impliziert, das ist schon im allgemeinen Fall der metrischen Räume so. Weiterhin ist klar, dass Stetigkeit schon die Stetigkeit an dem Punkt impliziert. Das ist nämlich auch schon für den Fall metrischer Räume so. Und gilt natürlich auch im normierten Fall dann und auch für Funktionen, die nicht linear sind. Was wir jetzt aber zeigen werden in der Situation hier ist, dass die Stetigkeit bei 0 im Fall linearer Funktion impliziert, dass eben das Bild der Einheitskugel beschränkt ist. Und wir werden dann noch zeigen, dass diese erste Eigenschaft schon Lipschitz-Stetigkeit impliziert. Und wenn wir das gezeigt haben, also B impliziert A und A impliziert D, dann können wir mit dem Ringschluss feststellen, dass alle vier Kriterien äquivalent sind. Okay, wir möchten uns zunächst um das Argument, dass B A impliziert, kümmern. Wir nehmen also b an, das heißt, t soll stetig bei 0 sein. Was bedeutet das? Nun, mit dem Epsilon-Delta-Kriterium bedeutet das, dass wir für jedes Epsilon größer 0 ein Delta finden können, sodass alle x, die in der Delta-Kugel um die 0 liegen, die Eigenschaft haben, dass der Funktionswert von x einen Abstand zum Funktionswert bei 0 hat, der kleiner ist als Epsilon. Nun, wenn man jetzt eine lineare Abbildung hat, dann weiß man sofort, dass die 0 auf die 0 abgebildet wird und das bedeutet, dass dieser Ausdruck hier nichts anderes ist als die Norm von Tx. Und wenn man das zusammenfasst und jetzt Epsilon gleich 1 wählt, dann erhält man diese Abschätzung. Das heißt, für alle x aus dem Vektorraum x gilt, wenn die Norm von x kleiner ist als Delta, dann ist die Norm von tx kleiner als 1.
Was wir zeigen möchten, ist ja, dass wenn wir einen beliebigen Punkt aus der Einheitskugel hernehmen und T anwenden, dass wir dann in einer beschränkten Menge landen. Und beschränkte Menge bedeutet, dass man einen Radius finden kann, sodass diese Punkte in der Kugel um 0 mit diesem Radius eben drin liegen. So, wir wählen jetzt also einen Punkt in dieser Einheitskugel und möchten dann zeigen, dass dann immer die Norm von Tx kleiner ist als eine Zahl, die eben unabhängig ist von x. Wenn wir das gezeigt haben, haben wir b nachgewiesen. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an zu rechnen. Wir nehmen die Norm von Tx. Wir schreiben x als 1 mal x und schreiben die 1 als Delta über Delta. Wir können dann einen Faktor 1 durch Delta aus der linearen Funktion rausziehen. Und dann mit der absoluten Homogenität können wir dann diesen Faktor auch aus der Norm rausziehen. Und wir landen dann bei diesem Ausdruck. Und jetzt können wir uns zunächst mal feststellen, dass hier dieser Vektor hat eine Norm, die eben kleiner ist als Delta, denn die Norm von x ist kleiner als 1. X kommt ja aus der Einheitskugel und aufgrund der absoluten Homogenität kriegt man dann diese Abschätzung hier. Und das bedeutet, auf diesen Vektor Delta mal x können wir unsere Abschätzung von hier oben anwenden. Und das bedeutet, dass diese Norm hier kleiner ist als 1. Und weil dann 1 durch Delta davor steht, kommen wir eben auf diese Abschätzung hier. Und da dies für alle Punkte x aus der Einheitskugel gilt, haben wir gezeigt, dass eben die Bildmenge der Einheitskugel unter T eine Teilmenge ist der Kugel mit Radius 1 durch Delta um die 0 in y. Und damit ist diese Menge hier eine beschränkte Menge. Okay, wir müssen jetzt nur noch zeigen, dass die Aussage A die Aussage D impliziert. Und das machen wir im nächsten Schritt. Es gelte also A, das bedeutet, das Bild der Einheitskugel ist beschränkt mit y und das bedeutet, dass wir einen Radius, der hier L genannt ist, finden können, sodass diese Menge in der Kugel um 0 mit Radius L enthalten ist. In anderen Worten, für alle x gilt, dass wenn die Norm von x kleiner 1 ist, dass dann die Norm des Funktionswertes kleiner als L ist. Was wir zeigen müssen, ist diese Abschätzung hier unten, denn die sagt nichts anderes aus, als dass eben die Funktion t Lipschitz-stetig ist mit Lipschitz-Konstante 2 mal L. Und was wir zunächst beweisen werden, ist diese Abschätzung hier. Die gilt für alle x aus x und für x gleich 0 ist diese Abschätzung trivial, weil dann auf der linken Seite 0 steht. T ist ja eine lineare Abbildung, bildet also die 0 auf die 0 ab. Und dann ist die Norm von 0 eben 0 und auf der rechten Seite für x gleich 0 steht eben auch 0. Also sei demnach x mal ungleich 0. Was wir dann machen werden ist, wir möchten diesen Ausdruck so umformen, sodass wir diese Beschränktheitsabschätzung eben verwenden können. Und dazu teilen wir x durch 2 mal die Norm von x. Und multiplizieren den Ausdruck mit 2 mal die Norm von x, dann kommt wieder x raus. Ne? Und wir können dann wieder mit der Linearität und der Homogenität der Norm einen Faktor 2 mal Norm von x herausziehen. Und den findet man hier. Das erklärt diese erste Identität. Jetzt hat diese Norm, die hier steht, die Eigenschaft, dieser Ausdruck, der hier steht, dieser Vektor hat die Eigenschaft, dass wenn wir die Norm davon nehmen, dann ist die Norm gerade kleiner gleich 1/2 und damit strikt kleiner 1 und das bedeutet, wir können diese Abschätzung hier oben verwenden und stellen fest, dass die Norm des Funktionswertes dann eben kleiner ist als L und erhalten dann insgesamt diese Abschätzung, die hier steht. So, und jetzt
möchten wir das da unten beweisen, und dazu benutzen wir die Linearität von t. Seien also x, y beliebige Vektoren in x. Wir möchten den Abstand der Funktionswerte abschätzen, und aufgrund der Linearität können wir diese Differenz umschreiben als die Anwendung von t auf die Differenz der Vektoren. Und dann können wir diese Abschätzung hier oben auf den Vektor x minus y anwenden und erhalten dann die Abschätzung, die hier steht. Und damit haben wir gezeigt, dass t Lipschitz stetig ist. Wir möchten uns als einfaches Beispiel nun lineare Abbildung von kd nach kn ansehen und dann argumentieren, dass so eine lineare Abbildung automatisch stetig ist, wenn wir die Vektorräume mit der Maximumsnorm ausstatten. Wir werden später sehen, dass egal welche Norm man dort nimmt für die Räume, es ist immer eine stetige Funktion, weil, wie wir zeigen werden, Normen auf endlich dimensionalen Vektorräumen alle äquivalent sind. Was wir zunächst mal wissen, ist, dass wir solche linearen Abbildungen immer darstellen können mit Hilfe einer Matrix. Hier zwischen a und dem Vektor x ist also das Matrix-Vektorprodukt. Und damit alles zusammenpasst, muss diese Matrix eine n-Kreuz-d-Matrix sein. Das Erste, was wir feststellen, ist, dass wir diese Abschätzung hier haben. Die Abschätzung ist von dieser Form, dass wenn wir t auf dem Vektor anwenden und uns die Maximumsnorm anschauen, dann können wir den Ausdruck abschätzen durch eine Konstante mal die Maximumsnorm von x, und diese Konstante hier ist in diesem Fall gegeben durch diesen Ausdruck, den man hier sieht. Okay, schauen wir uns mal das Argument dafür an. Das Erste, was hier passiert, ist, dass wir die Definition der Maximumsnorm ausgeschrieben haben, und wir haben auch noch ausgeschrieben, wie man die it-Komponente von tx mit Hilfe des Matrix-Vektorprodukts ausrechnen kann. Dann verwenden wir an dieser Stelle zunächst mal die Dreiecksungleichung für den Betrag. Wir können damit die Norm in die Summe reinziehen, und dann haben wir hier die absolute Homogenität des Betrages verwendet. Deshalb steht hier Betrag von dem Eintrag aij mal Betrag von xj. Was wir als nächstes machen, ist mit Hilfe der Abschätzung, die wir vorhin schon diskutiert haben, den Betrag von xj nach oben abzuschätzen durch die Maximumsnorm von x. Wenn wir das hier machen an der Stelle, dann haben wir plötzlich die Summe über Produkte, bei denen ein Faktor gar nicht mehr von j, von dem Index, über den wir summieren, abhängig ist, und so können wir dann hier die Maximumsnorm von x eben aus der Summe rausziehen, was hier passiert ist. Ja, und dann fällt dieses Maximum nur noch auf die Faktoren, die eben von i abhängen, und dann können wir sogar die Maximumsnorm von x aus diesem inneren Maximum hier herausziehen, und wir erhalten dann die Abschätzung, so wie sie hier dasteht. Ja, die Abschätzung impliziert insbesondere, dass das Bild der Einheitskugel beschränkt ist im Bildraum Kn. Und wenn wir jetzt an unseren Satz uns erinnern, stellen wir fest, dass dann t Lipschitz stetig ist und auch stetig auf Kd. Ja, und damit haben wir gezeigt, dass alle linearen Abbildungen zwischen diesen Räumen, wenn man die Räume mit der Maximumsnorm ausstattet, eben stetig sind. Und später werden wir eben zeigen, dass das verallgemeinert werden kann für beliebige endlich-dimensionale normierte Räume. Das heißt, im endlich-dimensionalen sind lineare Abbildungen immer stetig. Und diese Aussage wird auch nicht mehr für den unendlich-dimensionalen Fall gelten, im Allgemeinen. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.